denn da? Das war vor langer Zeit so, wie das riecht. Ja, ja, komm. Haben wir den Typen jedenfalls gerettet. Ja. Aber noch gerade zu dem Problem. Kein Problem ist schwerer oder so. Keins von beiden ist schwerer oder irgendwie nicht. Es ist beides ziemlich hart gewesen und immer noch teilweise. Kommt her, Freunde. Beide Probleme waren ziemlich gleich, also Sklaverei und aber auch die Unterdrückung der quasi der Kolonien durch das britische Königreich. Waren beide ziemlich hart und beide müssen gleichzeitig hoch beide gleichzeitig hoch gefragt werden sozusagen. Ah, ich bin wieder inkognito, oder? Das fühlt sich doch gut an. Sorry. Deswegen gibt es ja kein das Problem ist größer oder das Problem ist größer, sondern beide sind wirklich schwerwiegend und müssen beide behandelt werden sozusagen. Was ist denn hier los? Oh shit, okay. So. Wenn ihr den wahnsinnigen Mörder seht, unternimmt bloß nichts auf eigene Faust. Ruft lieber sofort die Wache, wenn euch euer Leben lieb ist. Oh Mann. Ganz ruhig, Freunde. Ich gehe jetzt mal zu Sam. Wird jetzt mal langsam Zeit. Wollen ja William Johnson finden. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis und muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes.
Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Alright, meine Freunde. Hallo, Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, ha? Abwarten, mein Freund, abwarten. Dann los, Connor. Wo ist die? Yes. Ich suche den Ausgang, meine Freunde. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Alles klar, dann müssen wir wohl das Tee, den Tee zerstören. Wie viel okay. Ich beschränke mich auf die Mission. Beziehungsweise, ich kann hier vielleicht das hier gerade noch machen. Scheiße, nichts wie heim. Lauf, lauf. Guter Gott. Einen Moment noch. Dann mache ich gerade mal die Schmuggler noch fertig. Dann versuchen wir es diesmal schneller, weil es auch, weiß Gott warum, das jetzt nicht mehr da war, das Symbol. Und nicht mal einer gemerkt. Geh nur kurz hier rein.
Können wir mit dir nochmal reden? Connor, ah, du warst fleißig. Die Eintreiber und Schmuggler sind alle erschüttert. Genau, was wir brauchten. Wenn du soweit bist, gehen wir vielleicht direkt zur Quelle, hä? Alles klar, sehr gut. Haben wir auch für Stefan was gemacht. So, jetzt aber gehen wir. Zur Markierung, zu grün. Inkognito sind wir ja gerade, deswegen alles kein Problem. Doch, so leicht werde ich euch los. Schade, mein Freund. Zurück, du Lump! Ich mach dich kalt! Raufbeute! Ja, ja, recht So.